Kalle Kuschinski joins the game. Ja, und damit herzlich willkommen zu Minecraft. Sander, wir haben einfach gesagt, komm, lass mal ein paar Blöcke kloppen. Der Heiko hier, der ist der hat zu mir gesagt, er will ein Haus am See, am Wald. Ja. Und das machen wir jetzt. Mehr machen wir nicht. Ja, was wir machen können, ist uns mal eine Hütte bauen. Wo ist jetzt das Problem, dass jetzt kommen wirklich Viecher, die uns umbringen wollen? Ja, also ich sehe uns eigentlich, also ich sehe gerade ein großes Projekt vor uns. Da vorne diese Insel ist quasi unser Zuhause. Wir bauen uns hier irgendwann so eine geile Brücke drüber und dann ist da noch ein Casino drauf. Echt Geld denn aber auch, ne? Ein Prime Sub oder so. Okay, kann ich ja trinken? Hast du so ein gutes, eine gute Fantasie, was so Häusern sowas angeht? Nö. Gut, ich auch nicht. Vier Wände und ein Dach. Pass auf, das ist ein Creeper. Nimm dir rechts. Oh, ich bin halb tot. Können wir uns auch gegenseitig hauen, oder? Wir können uns auch gegenseitig hauen. Wie lange geht denn die Nacht so? Hey, was mache ich hier für einen Blödsinn? Ja, und ich dachte, wir buddeln uns hier mal ein bisschen runter. Ich mache mal so eine Treppe. Ja, nee. Wie ein kleines Kind. Das ist ein Baby-Creeper. Jeff macht Flitzebogen. Ja, ich mach das Fenster zu. Guter Mix. Ist jetzt gerade hell geworden. Deswegen suche ich mal kurz Schafe. Also, das Gute ist, ich habe ein Schaf gefunden. Das heißt, ich habe auch noch eine Wolle. Das Schlechte ist, wir haben aber dann nur ein Bett. Ach so, ich dachte, ich bin da jetzt nicht so. Ich werde auch nicht so, aber das Spiel erlaubt uns das nicht. Finde Kohle. Wir brauchen dringend Kohle. Oh, Kürbis? Kann man das fordern? Ich hoffe, ich finde gleich wieder nach Hause. Willst du einen halben Hahn oder willst du einen Schweinesteak? Einen halben Hahn würde ich nehmen, du. Gut. Hast du auch Glutamat schon gefunden? Oder? F3 soll dir wohl irgendwie sagen, wo du bist. Ja, okay. Drück mal F3. Danke. Ja, jetzt weiß ich natürlich genau, wo ich bin. So, dann machen wir das gleiche nämlich auch mal. Ja, kommt mal. Auf jeden Fall mehr raus. Das, also mir macht das so Spaß, ne? Also die Leute, die das jetzt vielleicht so sehen, denken sich, okay, zwei alte Männer spielen Minecraft, aber ich finde das super. Ich sag, wie es ist. Stimmt ja schon. Lass mich mal gucken, ob wir den Kürbis so futtern können, ne? So, Heiko, ich schmeiß dir mal... Wo bist du denn? Ich schmeiß dir mal Essen runter. Ja, hier läuft jetzt gerade mal schön Schweinefleisch noch durch. Hier läuft Schweinefleisch durch. Ich dachte, da rennt Schweine rum. Okay. Gut, da haben wir doch schon erstmal die Grundstruktur für uns erschlossen. Wichtig vielleicht auch nochmal als Info. Das ist wie in Taki, wenn du irgendwo stirbst, zum Beispiel du fällst in Lava oder so, alle deine Sachen sind dann weg, ne? Die liegen dann da rum. Du spawnst also immer nackig. Was hast du gestern so gemacht? Über meinen Knochenmehl, du. Ja, ich brauch Schafe und es kotzt mich an, dass hier keine sind. Ich hab weiße Wolle. Das ist auch eine geile Insel. Ich glaube, da machen wir unser Casino später. Du voll im Casino waren, Alter. Irgendwann werde ich den Server einfach auf so 60 Slots oder so erweitern und lade ich ja die Leute ein. Und dann können die... Alter, wieso brennt der Wald ab? Wie, was? Welcher Wald brennt? Bei mir brennt der Wald. Hast du den Wald angezündet? Ich hab hier gar nichts angezündet. Wieso brennt der Wald? Oh, hier brennt's überall. Ah! Oh, warte mal, ist hier Lava? Wir haben hier Lava. Ja, hier ist ein Lavabecken. Hier ist ein Lavapool. Kannst mal planschen gehen. Wo ist Kalle? Ja, ja, ich sag mal hier. Ich weiß, tut mir leid. Ich hab hier auch wieder eine weiße Schafe. Ist das geil? Oh, warte mal. Oh, oh. Oh, oh. Da ist eine kleine Insel, aber hier brennen tut hier nichts, Kalle. Hier ist ein Honigdingsbums. Ja, da bin ich auch noch vorbei. Da brennt's. Wo bist du? Hier unten, da wo es brennt. Oh, aua. Nicht reingehen. Wo bist du? Ja, wo bist du denn? Ich bin hier unten am Lavasee. Nö. Doch. Dann gibt's noch einen anderen Lavasee. Bist okay. Da Lava. Das ist ein ganz, ganz hoher Berg daneben. Wirklich ein ganz hoher. Ja, dann bin ich an einem anderen Lavasee. Aber wollen wir uns mal auf dem Berg treffen? Vielleicht ist das einfach die andere Seite hier. Oha! Also hier, ich entdecke Dinge. Ja, wie hoch das hier ist, Mann. Ah, ich seh dich! Ach, hallo! Ja, moin! Ja, und an dem war ich gerade. An dem da unten war ich. Und du warst hier, oder was? Ja, genau. Achso, da waren wir nur 50 Meter voneinander entfernt. Naja. Weißt du, wo wir hin müssen, um nach Hause zu kommen? Ja, doch, da. Au! Da ist noch ein Schaf. Au! Da ist noch ein Schaf. Guck mal, was ist denn hier? Ja, das ist Kürbis. Wow. Ach, hier geht's ganz. Da musst du aufpassen. Ja. Guck mal, das ist ein Spalt. Spalt, hat er gesagt. Klapp, zerrapp, und ich glaube, ohne dich hätte ich das nicht gefunden, mich ehrlich. Also noch gehe ich davon aus, dass ich recht habe. Doch, das wird schon richtig sein. Ja, das ist unser Eingang. Alter. Ja, klasse. Au. Ach, jetzt habe ich nicht genug Holz. Ich kotze mich schon wieder selber an. Ich habe Lapis Lazuli. Gefunden. Ja, Lapis Lazuli von Miracoli. Oh, das ist doch ein Schlafzimmer, hör mal. Scheiße. Ich gucken, komm, oder? Nee, warte, ich bin noch nicht fertig. Kann es sein, dass Kies so nachrutscht, wie du vorhin gesagt hast, und ich gleich sterben werde? Es kann sein, ja. Oha, was ein hübsches Bettdings hier. Ja. Wie benutze ich denn das? Wenn es nass ist, können wir uns da einfach reinlegen. Bleib liegen! Ah, jetzt. Raus aus meinem Bett! Sag mal, bist du kuscheln gekommen, oder was? Warum hast du unsere Höhle hier geöffnet für... Oh, das war gestern noch nicht. Andesit habe ich gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist das, Digga? So, ich habe uns jetzt hier mal, also es wird dich wahrscheinlich, ich denke, du kannst es gar nicht so appreciaten, aber ich habe uns jetzt hier so eine schöne Treppe gebaut. Oha, das geht? Geil. Und jetzt mache ich hier...
Der Stollen, der wird dich auch wahnsinnig machen, dass er nicht lange. Der macht mich jetzt schon wahnsinnig, was du hier für eine Scheiße gebuddelt hast. Also das war jetzt schon richtig irre. Wie du hier um alle Ecken, dann sind hier überall Löcher. Wie weit du aber schon bist. Aber immerhin machst du immer so eine Kerbe für deine Fackeln. Das ist doch schon mal was. Aber du bist ja völlig willkürlich unterwegs hier. Och, geh hier nochmal um eine Kurve, hier nochmal um eine Kurve. Scheiße, meine Schaufel ist kaputt. Kisten hin, Bruno. Also ich habe jetzt hier schon ein paar Kisten hingestellt. Die lässt er bitte alle in Frieden. Gut. Genau, ich will noch gar nicht schlafen. 0 von 2 Spieler schlafen. Okay. Hau doch Gravel mit einer Schaufel ab. Ja, aber ich will ja gar kein Gravel abbauen. Also wenn du aus deinem Stollen kommst, ist hier so rando irgendwo eine Doppelkiste. Okay, ich komm du siehst hier einfach eine Kiste und da packst du alles rein. Die ist wirklich idiotensicher. Wenn du wirklich an der vorbeiläufst, mach ich mir Sorgen. Jo, okay. Ja, er hat's geschafft. Da passt du alles rein, was du loswerden willst. Und ich guck, wo ich das hin tue. Und hier hast du ganz viele Kisten hingebaut, ja? Ja, ich mach hier so. Die soll ich nicht anfassen, sagst du. Noch nicht. Irgendwann darfst du natürlich ran. Aber jetzt noch nicht. Ich nehme mir nochmal ein paar Spitzhacken hier mit. Habe ich ja viele gemacht. Hab ich nochmal 4 auf Reserve und los geht's. Damit Kalle nicht mehr meckert. Ich meckere gar nicht. Hey, was hab ich denn gemacht? Achso, nee, das hast du gemacht. Oh, wer hätte die Scheiße? Ja, ich nicht. Weil ich bin ja auch noch so pervers. Ich mache ja, damit die Steine alle gleich aussehen, extra nochmal die Steine schön. Naja. Damit es schön ist. Verstehst du, wie ich meine? Nö. Ja, also ich schmelze die Steine wieder ein, damit sie so aussehen wie vor dem Abbauen. Also ich kann nicht schön bauen, aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Weißt du, wie ich meine? Oh nein. Was denn? Ich sehe gerade was du nicht siehst. Das Problem ist, ich bin Symmetrieopfer. Ja, und ich sehe gerade, das ist nicht symmetrisch hier. Wie heißt denn das Wort? Symmetrisch. Symmetrisch. Damit das hier symmetrisch ist. Junge, wenn ich zeichne, hast du schon mal Gartic Phone gespielt? Wir müssen unbedingt mal eine Gartic Phone Lobby machen. Junge, das ist mit mir sehr schwierig, Junge, ich sagen. Nee, mit mir ist das schwierig. Ich mache nur Strichmännchen, wenn überhaupt. Also ganz schlimm. Ich bin da der größte Trottel drin, so. Ich kann nicht mal meine Handschrift lesen, Mann. Ja, muss man auch erstmal schaffen. Und mein Junge macht's auch so. Was hast du da geschrieben? Keine Ahnung. Ja, gut. Gespräch beendet. So bist du Arzt, hätte ich werden können, ja. Es muss auch ein bisschen rustikal sein, dachte ich mir. Also die indischen Architekten, die hier am Werk waren, die haben sich auch überlegt, ne? Wie machen wir das? Wenn du hier so hoch guckst, dann müsste eigentlich auf der anderen Seite noch eine Fackel in der Symmetrie, wenn du kurz mal hier so... Oh, jetzt fickt doch nicht mein Kopf. Ich will mit Kaffee. Ja, vor allem ist ja eine Kaffee, jo. Was macht ihr hier draußen für Party, Alter? Ist ja gar nichts. Ich finde das schön. Ich kann es natürlich immer schöner machen. Aber jetzt hat man schon das Gefühl, hier wohnt jemand. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Hier ist direkt was los. Wer ist er denn? Heiko, komm mal her. Bring dein Schwert mit. Ich hab mein Holzschwert draußen, du. Geht los. Hallo? Aber ich glaube, der ist friendly. Wer ist er denn, Digga? Ich hab den noch nicht. Den kann man anklicken, den kann man dem Smaragde geben und Dinge bekommen. Das ist ein Händler. Was kann man denn da Schönes bekommen? Achso, ich kann den, glaube ich, gerade nicht. Oh. Komm mal. Die spucken dich an! Das ist blöd und... Die sind immer noch so auf. Ich schlachte die gleich. Und wenn du den Händler vielleicht tötest. Der Händler ist hin. Aber spucken die jetzt immer noch auf? Ja, die Alter, die machen mich auch richtig kaputt. Können wir den anbinden an so einem Flock oder so? Ist okay bei dir? Ah, jetzt reicht's mir. Oh, sorry. Hey! So, da ist so ein Stock. Vielleicht kannst du den da ranbinden. Weiß nicht, ob das geht. Ja! Was macht er jetzt? Ja, jetzt flippt er wieder aus, aber so dreht er sich. Geh doch mal weiter, jetzt geh doch mal los. Wie wir hier zusammen spielen, du. Mann. Was ist denn hier los? Ja, hier, wir bauen einen Stollen, Leute. Ein bisschen Minecraften. Ich werde mit meinem Symmetriewahn werde ich wahrscheinlich zugrunde gehen hier. Naja, also, hast du ein Ziel oder buddelst du einfach, weil du Bock hast? Ich buddel einfach. Material holen, dachte ich. Ah, ich bin aber schon zufrieden, wenn ich hochkomme. Ich muss sagen, das Holz hat die falsche Farbe irgendwie. Ich finde das ein bisschen zu hell. Ich kenne dunkleres Holz. Ja, das sieht kacke aus. Egal. So, jetzt muss ich die Kisten hier noch beschriften und dann können wir anfangen zu spielen. Alter, ich finde, das sieht schon gut aus. Das ist halt das falsche Holz, bin ich ehrlich, aber geht schlimmer. Also austauschen, sagst du, ja? Holen wir nachher nochmal anderes Holz, wenn dir das nicht passt, Schatz. Was? Wie bitte? Ich habe hier eine lilane Höhle gefunden. Alter. Aha. So, Erde ist Schmutz, die Steine sind hart, wie das Leben. Soll ich mal runterkommen? So, komm doch mal her. Aber Minecraft hat schon irgendwie was. Also es hat jetzt schon mehr Tiefgang, als ich erwartet hätte. Tiefgang, verstehst du, wegen dem... Ja, ja, ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Ist das giftig? Weiß ich auch nicht. Soll ich mal anhauen, oder?
Mach mal. Das sind Amethysten, Digga! Abfarm, da gehen wir rein. Ich glaube, da kann man sich jetzt auch streiten, ne? Ab dem Punkt, wenn einer mehr Edelsteine als der andere hat. Ich bin dafür Kommunismus, bin ich ehrlich. Das ist alles deins, oder? Genau. Das ist nur ein Deko-Block. Och, nö. Das spinnt sich in alle Richtungen. Aber Hauptsache, wenn ich rauskomme, ist er wieder ready, mir schön in die Fresse zu rotzen, Alter.